Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Most Actives. Und wie immer an dieser Stelle begrüße ich Sie mit dem Marktgeschehen des heutigen Tages. Und beim DAX, da geht es wirklich sehr volatil zu. Denn heute Morgen, da waren wir erstmal sehr positiv in den Tag gestartet, konnten an die zwei Gewinntage der vergangenen Tage anknüpfen, haben nochmal gesattelt auf 12.577. Dann kam um 10 Uhr der IFO-Geschäftsklimaindex und der ist auf ein 6-Jahres-Tief gefallen. Kurz vor einer Rezession sei man hier in manchen Industriezweigen in Deutschland. Dementsprechend ging es stark nach unten unter die 12.500-Punkte-Marke. Dann die EZB-Sitzung und die Töne von Mario Draghi im Rahmen der Erwartungen. Man wird also auch im ersten Halbjahr die Zinsen 2020 unverändert lassen. Da ging es dann erstmal nach oben bis auf 12.600 Punkte. Aber als dann Draghi quasi den konjunkturellen Tenor des IFO-Geschäftsklima-Index insgesamt anpries und auch auf die Risiken des ungeregelten Brexit hinwies, da kannten dann die Märkte hier kein Halten und stürzten nach unten. Das für den Gesamtmarkt. Und jetzt kommen wir wie immer an dieser Stelle auf die meistgehandelten Titel des Online-Brokers Flatex. Zunächst auf der Kaufseite wären unsere Top 5 für heute Wirecard, Tesla, Aixtron, Volkswagen und Infineon. Und wir gucken uns als erstes mal die Aixtron an, denn man hat es tatsächlich geschafft. Man hat die Prognose angehoben. Man hatte die ja zunächst erst einmal ein bisschen gesenkt in den vergangenen Wochen, dementsprechend angepasst. Und jetzt übertrifft man die, beziehungsweise gerade was das Ergebnis betrifft, ist man am oberen Margenende angekommen. Man hatte zwischen 7% und 13% ausgegeben und man wird bei 13% Marge landen. Und tatsächlich ist das, was den Gewinn betrifft, auch mit 45 Millionen Euro gar nicht so schlecht, was das Quartal hier zu bieten hat für das Unternehmen. Und man wird, so CEO Schulte, auch die gesamte Jahresprognose im Umsatz zwischen 220 und 260 Millionen Euro für das Jahr erreichen. Und das kam insgesamt so positiv an, dass die Aktie 16% zulegen konnte. Auf Monatssicht sind es mittlerweile sogar 29%. Die zweite Aktie, die wir uns angucken wollen, ist ein DAX-Unternehmen, das heute mit Zahlen geglänzt hat, muss man tatsächlich sagen, nämlich der Wolfsburger Autobauer VW. Man war durch die Bank weg über den Erwartungen der Analysten. Wenngleich man insgesamt etwas weniger verdiente als im Vorjahreszeitraum, ist man doch um 6% beim Umsatz gewachsen auf 65,2 Milliarden. Wie gesagt, die Marge bei 7,9%. Und man schlägt insgesamt sich sehr beachtlich, wenn man mal anguckt, dass der Gewinn tatsächlich immer noch im Quartal bei sage und schreibe 5,13 Milliarden liegt. Da haben wir ja diese Woche Zahlen von Daimler gesehen. Die hatten ja 1,2 Milliarden Verlust jetzt eingepreist. Also die Wolfsburger schlagen sich sehr, sehr, sehr wacker. Und einzelne Analysten, darunter Jürgen Pieper, hat gesagt, die Aktie wäre dramatisch unterbewertet und hat direkt mal ein Kursziel von 250 Euro ausgelobt. Kommen wir jetzt auf die Verkaufsseite der meistgehandelten Titel und unsere Flop 5, muss man an der Stelle sagen, sind für heute die Aktie von Aixtron, Tesla, Wirecard, die Deutsche Bank und Volkswagen. Und wir gucken uns den amerikanischen Elektrobauer an, Tesla, denn sie haben gestern Zahlen gebracht, nachbörslich sind um -11% eingebrochen, denn der Verlust, der war mit über 400 Millionen US-Dollar dann doch größer als erwartet. Man hat zwar mehr Autos ausgeliefert, aber gerade Anfang des Jahres waren es dann doch weniger als zunächst erwartet. Man hat sich ja selber Ziele gesetzt von Seiten Elon Musk zwischen 360.000 bis 400.000 Fahrzeuge und hat jetzt im ersten Halbjahr insgesamt 160.000 ausgeliefert. Und der Markt glaubt einfach nicht daran, dass man diese hochgesetzten Auslieferungszahlen schaffen wird. Wenngleich auch Elon Musk ja betont hat, dass man entsprechend versucht hat, Kosten zu senken, indem man Leute entlassen hat. Aber ob das tatsächlich dann sich im dritten Quartal zu Buche schlagen wird und unter Umständen sogar eine schwarze Null oder schwarze Zahlen zur Folge haben wird, das bezweifelt für den Moment im Moment die Anleger, denn auch heute aktuell sieht es mit der Aktie alles andere als gut aus. Das war's von mir. Ich danke Ihnen fürs Reinschalten. Gucken Sie auch morgen wieder rein hier in die Most Actives. Mein Name ist Patrick Duane und ich freue mich auf Sie. Bis dahin, gute Kurse.